Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, es wird gebacken und zwar das Pizzabrot auf der White Lady vom Pampa Chef. Aber natürlich könnt ihr das genauso auf einem anderen Pizzastein oder auch auf dem Blech. Also da würde ich dann mit der Temperatur vielleicht ein bisschen abwandeln. Aber dieses Pizzabrot an sich, was bei mir eine Beilage wird für eine Suppe, das kann man auf alle Fälle auch ohne Stein. Und ich wandle das Rezept einfach nur wieder insofern ab, dass ich die Kältegärung mache. Weil bei mir Kältegärung, das ist so, das funktioniert immer. Und da brauche ich nicht erst wieder Acht geben, oh, wo stelle ich es hin und ach, auf die Zeit achten, wann soll es im Backofen. Also nichts geht über Kältegärung. Also für mich, ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass einige jetzt auch schon sich das angeeignet haben und es auch gut finden. Ich gebe als erstes rein einen Teelöffel Salz. Dann 300 Gramm Pizzamehl. Es steht extra drin Pizzamehl oder 550er. Ich muss ehrlich sagen, 550er Mehl weiß ich gar nicht. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Vor 7 Wochen oder so. Ich will es gar nicht beschwören. Aber zur Not, glaube ich, kann man es auch mit normalen, also mit dem 405er Mehl nehmen. Aber gut. 300 Gramm, dann ein Teelöffel Zucker und 190 Gramm Wasser. Und dadurch, dass ich ja die Kältegärung mache, brauche ich auch nicht die Hefe auflösen und mit warmem Wasser und so. Nein, einfach nur alles zusammen und alles zusammen mit einem ganz, ganz kleinen Fitzelchen Hefe. Also 5 Gramm reicht eigentlich vollkommen. 5 bis 8 Gramm. Und den Rest, das portioniere ich mir jetzt wieder und friere das ein. Ja, 7 Gramm habe ich jetzt genommen. 6, 7, er springt immer rum. Ja, so genau wie halt die Thermomix-Waage ist. Jetzt sagt er 7. Ja, also wie gesagt, das werde ich mir gleich noch einfrieren. Und das wird nämlich jetzt einfach nur 2 Minuten. Finde ich wenig, aber da halte ich mich dann mal ans Rezept. Auf der Teigknetstufe verknetet. Ja, das war's schon. Ich hole mir jetzt die Schüssel schon mal und dann bin ich für heute damit ein bisschen fertig. Also, die 2 Minuten sind rum und das ist ja ein richtig toller Teig. Der hat sich gut verknetet und der kommt jetzt einfach ja fast rückstandslos. Geht der hier wirklich raus? Der ist wirklich sehr nett. Und so sieht er jetzt also wirklich aus. Ganz geschmeidiger, toller Teig. So wenig sieht er aus. Und der wird ganz bestimmt gut gehen. Also, jetzt der Blick. Morgen früh, wenn ich ihn hier, oh, sagen wir mal Vormittag, ich würde sagen 20 Stunden, dann geht es hier mit dem Teig weiter. Und ich bin mir sicher, dass dann die Schüssel so viel voller aussieht. Toi, toi, toi. Also ungefähr 20 Stunden später und der Teig ist richtig gut gegangen. Der ist so ganz blasig und ja. Aber bei mir ist es jetzt erstmal, also ich benutze heute zum ersten Mal hier meine White Lady, die ich mir bestellt habe. Und ja, da habe ich lange mit geliebäugelt, aber die war auch lange Zeit ausverkauft. Ja, ich habe sie schon gespült. Und jetzt beim ersten Mal muss aber auch, also nicht nur beim ersten Mal, sondern die ersten Male sollte sie auch gut eingefettet werden. Ja, damit sie die Chance hat, da ihre Patina zu bilden und nicht das jetzt heute erstmal mein Knoblauch-Pizza-Brot hier festpappt. Also wie gesagt, beim ersten Mal. Ja, auch wenn es bitter ist, das Öl dafür zu opfern. Und bei den Pampa-Chef-Sachen, da habe ich immer gehört, man sollte kein Olivenöl nehmen. Also das würde den Stein verkleben, verharzen oder irgendwas. Aber da hat jeder auch seine eigene Weisheit. Also deswegen, das ist nur das, was ich gehört habe. Ja, und im Hintergrund hört man auch den kleinen Muffel, der heute Geburtstag hat. Mein kleines Geburtstagskind. Ja. Aber nicht ohne auch an die kleine Hope zu erinnern, seine Schwester, die ja leider nur eine Woche bei mir war und nur 13 Wochen alt wurde. Ja,
Und das nicht, weil ich bei irgendwelchen osteuropäischen Tierhändlern, so einem Katzenbabymafia, die geholt habe. Nein, wirklich, die beiden waren vom Tierschutz und auch da ist man leider nicht gefeit davor. Also ich appelliere wirklich daran, bitte adoptieren und nicht kaufen. Aber ganz, ganz regulär im Tierheim adoptiert und trotzdem nach einer Woche das tragische Ende. Jedes Jahr denke ich daran. Also ich denke sowieso jeden Tag an sie, aber an so einem Tag wie heute nochmal bitterer. Aber wir wollen das Leben feiern und deswegen feiern wir den Muffel. Und ich bin so dankbar, dass es ihm gut geht. Also ich hoffe. Naja, müssen wir ihn mal fragen. Aber da er gerade so schön hier geknuspert hat, denke ich doch, dass es ihm gut geht. Also den Teig, den habe ich ungefähr vor 2 Stunden einfach aus dem Kühlschrank rausgenommen. Dann ist der besser zu verarbeiten. Ja, und soll hier natürlich schön auf dem Stein dünn ausgerollt werden. Ah, er zieht sich doch immer noch wieder ein bisschen zusammen, aber ja. Es ist natürlich jetzt auch ganz schön flutschig hier, weil ich den Stein ja so gut eingefettet habe. Ne? Ja, ich versuche das bis an den Rand zu bekommen und wenn das nicht klappt, dann es gibt so viel Schlimmeres als das. Also immer schön locker bleiben, sowohl der Teig als auch wir. Also ich habe es jetzt so gut wie möglich, habe ich es jetzt ausgerollt. Es ist nicht, dass es bis an den Rand gekommen ist. Aber wie gesagt, es flutscht immer wieder so zusammen. Einfach weil ja, ich jetzt auch die White Lady so gut eingefettet habe. Ja, als wenn es nicht genug Fett wäre, 2 Esslöffel Olivenöl. Ja, das mal wieder nach Auge. Hier ein Pinsel. Und wie gesagt, es wird ja jetzt nicht wie eine Pizza. Es soll ein Pizzabrot sein, aber das soll jetzt natürlich nicht so belegt und triefend sein wie eine ja, normale Pizza. Wobei das natürlich auch normal ist, aber ich meine wie eine reguläre. Ja, in dem Originalrezept, also das ist ja ein Rezept von der Martina Ruck wieder, von der Seite Ofenzauberei, werde ich euch natürlich verlinken, ist angegeben Knoblauch nach Belieben 4 bis 6 10, naja, wer meinen Kanal öfter mal hier folgt, wird wissen, wie viel Knoblauch 10 ich nehme. Natürlich 6. Aber bei mir ist auch Freitag. Wobei ich trotzdem wahrscheinlich morgen nämlich einkaufen gehen werde. Obwohl morgen Samstag ist. Das mache ich eigentlich gar nicht gern, aber ach, in der Mittagspause ist es auch immer so stressig und das setzt mich auch immer unter so einen Zeitdruck und ja, ich glaube, ich tue mir das morgen an mit dem Einkaufen. Aber nur, wenn ich ganz früh von alleine wach werde. Ja, und den Knoblauch, den presse ich mir jetzt hier so am besten gleichmäßig auf den Teig. Es ist ja ein Knoblauchpizza-Brot. Also jetzt erstmal grob, das wird jetzt natürlich gleich nochmal schön ordentlich gerecht verteilt. Der Unterschied zu einer Pizza ist sicherlich natürlich auch, dass da jetzt gar keine Soße drauf kommt. Es kommt gleich nochmal ein bisschen Öl, aber es ist keine, ja, keine Tomatensoße, wie es jetzt sonst bei einer Pizza wäre. Und beim Flammkuchen käme jetzt irgendwie Creme Fraiche oder so, aber das ist in dem Fall nicht. Ja, also ich verteile mir das jetzt mit meinem Pinsel hier nochmal gleichmäßig drauf. Hier kommen jetzt nochmal 2 Esslöffel Olivenöl drüber. Ja, ich habe nicht behauptet, dass das hier heute ein Treffen einer Diätgruppe ist. Ne? Und ich heiz jetzt schon mal den Backofen vor auf 240 Grad Ober-Unterhitze. Das dauert ja mal ein bisschen, bis er die Hitze erreicht hat. Ja, ich nehme 2 Teelöffel Oregano. In dem Rezept steht, man könnte auch fertiges Pizzagewürz nehmen. Ja, aber ich denke, also habe ich zwar auch da, aber ich liebe ja Oregano. Und ich möchte ja wirklich, wie gesagt, das ist jetzt nicht wie so eine richtige
Pizza ist, sondern ja. Also ich muss sagen, zwei wäre mir jetzt ein bisschen zu viel. Also es waren vielleicht 1,5 Teelöffel Oregano. Ja, und ist es angegeben, eine Messerspitze Chili. Ich nehme einfach 1 Teelöffel Pulbiba. Das hat eine angenehme Schärfe. Und ja, 1 Teelöffel macht es dann auch. Ach, einen ganz tollen Anblick. Und einfach nochmal schnödes Salz. Und ich habe hier schon mal 2 Mozzarella. Die habe ich schon mal abtropfen lassen. Die werden jetzt aber nochmal mit Küchenkrepp nochmal getrocknet. Also, dass sie nicht so nass sind. Ich hätte auch bereits geriebenen genommen. Allerdings ist der gestern abgelaufen. Da habe ich gedacht, okay, da will ich doch erstmal, dass der verwendet wird. Ja, und weil ich finde, dass es unheimlich schwierig ist, Mozzarella zu reiben, deswegen schneide ich es mir einfach in Streifen. Das zerläuft ja sowieso gleich. Gar kein Problem. Und das wird gleichmäßig dann auch nochmal hier verteilt. Also wie gesagt, so einfach, gar keine Zauberei. Und dadurch, dass ich den Teig gestern, also obwohl auch das keine Arbeit ist, aber trotzdem, das hat mir ganz schön den Druck rausgenommen. Dass man schon wieder auf die Uhr gucken muss, von wegen, oh ja, es muss ja noch, es muss ja noch gehen. Und ja, wenn es nicht genug gegangen ist, dann nochmal Zeit nachgeben. Nee. Und ich glaube, 2 Mozzarella-Kugeln, wie im Rezept so angegeben, sind auch ganz schön großzügig. Ja. Das sieht doch schon mal jetzt so grandios aus. Ich finde, also jetzt bin ich auch ganz glücklich, dass ich diese White Lady gekauft habe. So die Pizza mache ich ja in dem Ferrari-Pizza-Ofen. Da bin ich wirklich auch total überzeugt. Und seitdem ich diese Blaubleche benutze, super duper. Aber sowas, da kann man auch ganz toll so Kartoffelauflauf und so, dass es dann eher wie so eine Tat aussieht. Ja, früher hätte ich gesagt, so ja, das habe ich dann gekauft und dann guckt man es nicht mehr an. Aber diese Pampered Chef Sachen, ohne dafür Werbung machen zu wollen, die habe ich wirklich in Dauer gebraucht. Ne? Tja, es ist nur wichtig, man darf sie nicht so weit wegpacken, weil wenn man die immer erst rauskramen muss, wer weiß wie. Also ich habe ja meine Schränke jetzt alle, naja, noch nicht alle, weil es einfach ein riesen finanzieller Einsatz ist. Ich habe die meisten Schränke jetzt umgebaut auf Schubladen und das macht es mir so viel einfacher. Da ist jetzt nicht mehr, dass hinten alles ist, sondern jetzt kann man einfach diese Schublade rausziehen. Wie gesagt, das ist, das habe ich Monat für Monat jetzt immer so nachgerüstet, weil es wirklich richtig teuer ist. Ne? Da denkt man immer, ach, bei Ikea, ach, ist ja alles so. Nee, da ist gar nichts günstig mehr. Ja, also wenn es hier gleich piept, kommt es in den Backofen für ungefähr 25 Minuten. Ich kann es euch dann genau sagen. Da ich jetzt finde, dass es oben schon ganz schön braun wird, folge ich jetzt da der Empfehlung, dass ich die letzten 6 Minuten jetzt nur noch auf Unterhitze gehe. Also, dass es unten schön kross ist, aber oben nicht verbrennt. Also, die letzten 6 Minuten, also nach 19 Minuten, um es besser zu sagen, gehe ich jetzt auf Unterhitze. Und zwar 225 Grad, weil mein Ofen leider nicht mehr hergibt. Also, was Unterhitze angeht. Ich habe mich also genau an die Zeit gehalten und wie gesagt, die letzten 5 Minuten waren es dann, was ich eingestellt hatte, auf Unterhitze nur. Ja, ich schneide mir das jetzt in. Es soll ja Beilagen-Ecken werden, deswegen schneide ich es mir jetzt auch hier in mundgerechte Stücken. Weil die Form einfach so heiß ist und ich sowieso weiß, dass einer meiner Gäste da wieder ranfasst, gebe ich es jetzt direkt hier auf den Teller. Ich habe so gut gefettet, das geht so 1A runter hier. Aber unten ist es nicht, also es ist nicht so ganz knusprig. Ich habe gedacht mehr, dass man es wirklich so halten kann, ohne dass es sich so biegt. Da hätte man vielleicht länger Unterhitze noch machen müssen.
Also damit es wirklich ein richtiges Brot ist, muss ich sagen, mehr Unterhitze, also längere Zeit Unterhitze. Ich glaube, so nach einer Viertelstunde hätte man das auch gut auf Unterhitze nur geschaltet und ja, das dann nochmal 10 Minuten, weil das ist jetzt so ein bisschen unglaublich, ja. Der Geschmack ist super. Super, super. So schön saftig auch. Und hier am Rand ist es, also da kann man es auch so halten. Also, da werden meine Gäste aber gleich zufrieden sein. Die Suppe ist auch fertig. Also, das gibt es einfach zur Suppe als Beilage. Ja, also, absolute Empfehlung. Ich kann es euch verlinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.